die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Besatzung vollzählig angetreten bis auf Wache, Herr Kaloin. Unter- und Oberdeck seeklar. Danke, Einswirbel. Hört euch! Na, Männer? Alles klar? Jawohl, Herr Kaloin! Wir haben Gast an Bord. Ja, Werner, natürlich. Wir alle haben unseren Tabellenstand im Blick, wa? Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, auch nicht. Komm, tu nicht mehr. Ich weiß genau, wie viel Tonnen du letzten Monat versenkt hast. Und du weißt auch, wie viel Tonnen ich versenkt habe. Das ist mir nicht wichtig. Mir schon. Du weißt, dass du einen Vorsprung hast. Du weißt auch genau, wie viel Tonnen Vorsprung du hast. 7248. In etwa. Ja, wir sind beide nur noch ein großes Schiff vom Krawattenblech entfernt. Ne? Wo wartet diese leichte Beute wohl auf uns? Ne? Das werden wir erfahren, wenn wir den Hafen verlassen. Noch einen Schluck? Wir haben noch einen Moment. Nein. Einer sollte doch wenigstens nüchtern sein an Bord. Mach's gut, Werner. Du auch. Ich schlag dich nächsten Monat. Sehr gut, Rostl. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Können Sie sich vor, Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse. Mir den Befehl dazu gegeben. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer gelegt. Ich habe noch nie einem Befehl des Führers zuwidergehandelt. Nie. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Die Tommies müssen sich ja schämen, wenn sie in der Zeitung sehen, wer ihnen die Hölle heiß macht. Milchgesichter. Säuglinge, die an die Mutterbrust gehören. Rauch!
Blaufahne! Backbord quer ab! Sehr gut, Waldemar. Achten, ob er auswandert. Achten, ob er auswandert und auf Horchmeidung geht. Und holen Sie Rostock. Und schicken wir Rostock auf die Brücke. Wir sind Soldaten. Dann entblößen wir die Westfront. Die 9. Armee verloren. Das gleiche nochmal mit einer Zeit. Verstanden! Отсюда лезет и вмешивается, и совершенно не дает работать. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegen. Wir sind Soldaten. Dann entblößen wir die Westfront. Kapitulieren niemals! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegen. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage.
Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner meiner Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Nichts wird gut, wenn wir nicht zusammen sind.